Ja, willkommen zurück. Let's play Minecraft. Was wollte ich? Keine Ahnung. Fängt schon gut an. Nein. Ich wollte, genau, wir wollen in den Ofen schauen und mal eben nach den... Ah, die Ofenkartoffeln sind fertig. Mm, lecker, lecker, lecker. Lecker Ofenkartoffeln. So, einmal kurz das rohe Hähnchen braten. Mal kurz warten. Und ja, wir werden in dieser Folge, denke ich mal, ein wenig Material... Oh, Entschuldigung. Ich muss unheimlich... aufstoßen gerade. Ich bin noch Kaffee am Trinken. Es ist früher Morgen. Naja, früher Morgen ist auch Quatsch. Früher Morgen ist, ist ein bisschen Quatsch, was ich erzähle, weil wir haben ja schon 11:30 gleich. So. Genau, dann werden wir das Essen nämlich da wieder reinpacken. Wir haben ein bisschen was für unterwegs zum Knuspern. Knusper, Knusper, Kläuschen. Wer knuspert in mein Häuschen? So, die Ofenkartoffel genau dahin. Die lassen wir drin. Und ja, wir haben den Blumentopf letztens gebaut. Ihr erinnert euch. Und wir haben Wolle gesammelt und all möglichen Kram. Und wir haben, ja, da hinten die bescheidene Hütte, da hinten müsste die irgendwo sein, dieses Baumhaus gefunden. Und ich würde sagen, in dieser Folge werden wir ein wenig Holz wieder sammeln gehen, ein paar Steine, weil ich möchte ja noch ein bisschen weiter ausbauen alles. Vielleicht mache ich hier hinten auch nochmal einen Durchbruch, müssen wir mal gucken. Und, oder wir gehen, wisst ihr was, wir gehen in unsere Höhle. Wir gehen heute in die Höhle. Wir werden heute wieder eine Höhlenexpedition machen. Wird es denn jetzt Nacht oder? Ach ja, und wir haben eine Karte, genau. Ganz wichtig, dass wir die Karte auch mitnehmen. Denn falls wir doch außen entlang gehen, dass wir da auf der sicheren Seite sind und uns nicht verlaufen, vielleicht... Ich bin am Überlegen, ob wir... Wisst ihr was? Wir machen uns noch eine Karte. Wir haben es ja. Wir können uns ja... Wir können uns ja Karten leisten, mein Gott. Nein, aber dann haben wir... Falls wir doch sterben sollten, sind wir auf der sicheren Seite, dass wir Karten bauen können. Erstmal gibt es einen Kompass, einen neuen. Und jetzt gibt es erstmal eine Karte, die wir bauen. Warte, nee, hier war die nicht, ne? Wo war die? Halt, stopp. Nein. Ach, wir brauchen mal Papier, genau. So. Jetzt muss ich mal schauen, wo war die Karte? Die Karte war... Verdammt, ich habe schon wieder vergessen, wo die Karte war. Hier war das, glaube ich, ne? Oder? Nee. Nein. Okay, verdammt, wo war die Karte gewesen? War das bei Kompass? Da ist sie. Genau, dann haben wir nämlich... Dann haben wir nämlich zwei Karten. So. Genau, dann haben wir zwei Karten. Dann sind wir auf der sicheren Seite. Und können dann immer noch... Können dann immer noch sagen, wir haben eine in Reserve. Falls wir doch mal sterben sollten. Was ich natürlich nicht hoffe. Denn... Warte. Genau, da ist eine Karte. Da haben wir Papier. Und eine Karte haben wir mit. Damit wir auch wieder den Weg zurückfinden. So, es ist Nacht. Wir legen uns schlafen. Und hier, wie gesagt, ich möchte auch noch das Schlafzimmer bauen. Das Schlafzimmer möchte ich noch bauen, damit wir da noch ein bisschen... Weil ich möchte hier nicht einfach nur in dem freien Raum liegen. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall geht es jetzt erstmal runter in die Höhle. Und werden erstmal da ein bisschen was abbauen. Vielleicht finden wir auch wieder Eisenerz. Fackeln können wir noch gut gebrauchen, weil in der Höhle ist dunkel. Und Fackeln brauchen wir. Das heißt, wir brauchen Stickies. Und wir brauchen... Brauchen wir dafür nicht noch Kohle? Ich meine, wir bräuchten dafür Kohle. Ich bin mir nicht sicher. Ich meine ja. Wir müssen mal schauen. Fackeln, Fackeln, Fackeln. Ja, genau. Bauen wir uns erstmal ein paar. Ich denke mir mal, dass die reichen. Ja, sehr schön. So. Natürlich kommt jetzt erstmal alles wieder hier rein, was wir nicht brauchen. So. Und jetzt müssen wir schauen. Die Kohle auch wieder dahin. Jetzt sind wir gut ausgerüstet. Gucken wir mal schnell in den Ofen, was der Ofen sagt. Der Ofen sagt, die Schnitzel sind fertig. Knusperschnitzel. Haben wir genug zu essen dabei. Und jetzt geht's los. Endlich. Expedition. Höhlenexpedition. Jawohl. Steine werden wir abbauen auch. Oh, eine Fledermaus. Hallo, Fledermaus. So. Wir müssen natürlich gucken, dass wir uns natürlich jetzt irgendwie
das auch markieren. Mit Schilder und hast du nicht... Alter, ist es dunkel hier. Dass wir wissen, wo wir lang gehen. Dass wir das irgendwie handhaben. Oh, oh. Hallo. Aua. So. Dass wir uns das irgendwie merken, dass wir hier lang gehen. Mal so. Dass ich weiß, aha, hier geht's lang. Werde ich mir das mal so markieren. Oh. Das gibt's. Geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Geh doch weg, meine Güte. Uah. So. Das werde ich mir so machen. So, dann weiß ich, dann muss ich da rumgehen. Sehr schön. So. Also, weiter geht's. In der Höhle. In der Höhle, in der Höhle, in der Höhle. Ich werde diesen Weg nie wiederfinden. Ich weiß es jetzt schon. Ich weiß es jetzt schon. So. Hier werde ich den Durchbruch aber größer machen, denn das war mir definitiv zu klein. Das war definitiv letztes Mal zu klein, denn da haben wir nicht sofort sehen können, dass wir von da kamen. Und somit sammeln wir natürlich auch wieder ein paar Steine dafür dann. Und dann wissen wir auch, aha, hier geht's durch. Sehr schön. Genau. Dann wissen wir auch, hier lang geht's. Sehr schön. So, wunderbar. Was macht ihn da oben? Hallo? Hallo? Bist du hässlich? Bist du hässlich? Geh weg. Geh weg. So. Hier machen wir auch größer den Durchbruch. So. So, warte. Sehr schön. So. Genau. Ach, diese Kies immer. So zum Bauen ist es ja immer lustig, aber manchmal kann es auch ein bisschen nerven, der Kies. So, zack, zack. Bruder Jakob, Bruder Jakob. Jetzt ist nur die Frage, wo gehen wir lang? Wir haben hier so viele Wege in dieser Höhle. Aber ich würde doch gerne noch mal ein bisschen Eisenerz und sowas finden. Da ist ein Zombie am Stehen. Den lassen wir mal da stehen. Ich werde, wie gesagt, nie wieder hier rausfinden. Ich weiß es jetzt schon. Ich weiß es jetzt schon. So. Jetzt schön die Augen offen halten. Das kann man ja auch irgendwie abbauen. Ich weiß noch nicht was. Ich glaube mit dem Diamant-Dingen. So. Wahnsinn. Ih, geh weg, 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 geh weg. Geh weg. Schon wieder so viel im Inventar drin. Das ist unglaublich. Das würde ich gerne rausschmeißen hier. Das ist... So, ciao. Tja, wo gehen wir lang? Gehen wir da lang? Gehen wir mal hier gucken. Wow, 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 wow. Hier geht's auch lang. Ah, da ist Kohle. Kohle, 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 Kohle. Ich habe schon wieder eine Spinne. Wo ist die? Die ist wahrscheinlich über uns. Hier ist auch Kohle. Kohle abbauen ist immer gut. Kann man ja genug von gebrauchen. So. Eisenerz möchte ich auch gerne noch mal ein bisschen finden. Vielleicht finden wir ja auch wieder Gold oder so. So, machen wir mal ein bisschen hier Licht ins Dunkle. So, und hier ist eine Sackgasse, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwo hier auch weitergeht. Vielleicht auch nicht. Oh, da ist Eisenerz. Sehr schön. Sauber. Eisenerz gefunden. Geil. Cool. Ist ja der Wahnsinn. Was wir hier alles wieder finden. Und Steine natürlich. So.
schauen wir mal, ob wir noch mehr finden. Ein Eisenerz hier. Okay, da ist die Schaufel schon flöten gegangen. Flöten. Na, ob sich das lohnt, jetzt hier weiter zu graben, ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken, ob wir hier fündig werden. Naja, Hauptsache wir kriegen ein paar Steine noch. Ich sehe schon, komm, gleich treffe ich irgendwo so einen Fluss oder sowas und dann kommt das ganze Wasser runter. Aber es sieht nicht danach aus, als würde hier irgendwie noch was geben. Trotzdem graben wir uns einfach mal weiter. Schon wieder sehr dunkel hier. Blub, 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 blub. So, Licht ins Dunkle. Na, ob da hinten was ist? Okay, hier ist doch was. Ist ja der Wahnsinn. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wo wir jetzt hinkommen. Huch, jetzt habe ich die... Verdammt, jetzt habe ich die Fackel weggebaut. So. Also über Steine können wir uns nicht beklagen. Da haben wir genug von. So. Bin ich mal echt gespannt, wo wir jetzt hier rauskommen. Ob das eine neue Höhle ist oder ob das eine Höhle ist, wo wir schon mal waren. Ich weiß es nicht. Werden wir mal sehen. Mal so eine Diamanthacke machen, weil die hält ein bisschen mehr aus. Okay. Machen wir uns hier mal so eine kleine Treppe. So. Ein bisschen Licht hier reinbringen. Sehr schön. Da ist... Ja, der Durchgang geht eigentlich. Wissen wir auf jeden Fall, dass wir hier lang müssen. Definitiv. Aber cool, dass wir hier noch was gefunden haben. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber ist das eine Höhle, wo wir schon... Okay. Also so groß ist sie jetzt auch nicht. Also jetzt nichts Besonderes. Na, wer weiß, vielleicht finden wir hier noch weiter was. Da ist auf jeden Fall Kies. Ich grabe einfach mal hier gerade weiter. Ja, war klar. War ja irgendwie klar. Okay. Oh, Kohle. Jede Menge Kohle. Und jede Menge Kies. Aber wie viel Kies hier aber rumliegt, ist ja unglaublich. Wollen wir nochmal Licht hier reinbringen. Ist ein bisschen dunkel hier. Kohle abbauen, Kohle abbauen, Kohle abbauen, Kohle abbauen. Na, nicht mit dem Schwert, mit der Spitzhacke natürlich. Bauen wir die Kohle ab. Oh, Eisenerz. Ich werd verrückt. Ich werd verrückt. Ist ja der Wahnsinn. Ist ja der Wahnsinn. Und noch mehr Eisenerz. Und noch mehr Kohle. Unglaublich. Unfucking fassbar. Vielleicht geht's ja hier weiter. Mal schauen. So. Graben uns einfach mal hier durch. Wie früher die Lemminge. Wer kennt noch die Lemminge von euch? Die Lemminge waren voll cool früher. Es war richtig geil. Ja, richtig Spaß gemacht, wie die sich auch immer gegraben haben in den Boden alles.
Ob wir hier noch fündig werden nach einer Höhle? Das sieht nicht so danach aus. Naja, schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Einfach mal weiter graben. Verdammt. Gibt's hier keine Höhle mehr? Ich brauche eine Höhle. Alter, ist das dunkel. Ich sehe fast gar nichts mehr. Bisschen Platzangst kriege ich, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Okay, da ist wieder Erde. Ob sich das jetzt wirklich lohnt, hier noch weiter zu graben? Ich weiß es nicht. Da ist auf jeden Fall Erde. Kommen wir denn hier hin? Da ist Eisenerz, sehr schön. Jede Menge Eisenerz wieder gefunden. Kann man nämlich echt gut gebrauchen. Kann man nämlich wieder Eisenbarren bauen. Und Kohle. Guck mal eine an. Wer hätte das gedacht? Na, wirst du wohl? So, Kohle, 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 jede Menge Kohle. Ich will Kohle, ich will Kohle, ich will Kohle. Ich will Kohle, ich will Kohle, ich will Kohle. Ich brauch Kohle, ich brauch Kohle, ich brauch Kohle. Es könnte ja sein, dass vielleicht doch hier noch was ist. Wir müssen mal schauen. Erstmal weg hier mit der Erde. Die Erde, 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 Erde. So. Ich werde hier nie wieder rausfinden. Ich sage euch das ganz ehrlich. Ich werde hier nie wieder rausfinden. Niemals in meinem ganzen Leben. Niemals. So. Jetzt schauen wir mal. Machen wir mal hier weiter graben. Erstmal. Da verlassen mich schon die Worte, weil ich einfach nur viereckige Blöcke sehe. Mehr sehe ich nicht mehr. Da ist schon wieder Erde. Warte. Nochmal Licht hier machen. Da ist schon wieder Kies. Und aufpassen, dass wir von Kies nicht erdrückt werden. Das wäre nicht schön. So, können wir nochmal abschaufeln hier den Kies. Wie viel das aber auch ist, ist ja der Wahnsinn. Okay, da oben ist Eisenerz. Sehr schön. Da müssen wir mal hin. Da oben ist Eisenerz. Sauber. Boah, wäre das cool, wenn wir jetzt noch eine riesige Höhle finden könnten. Wieso wurde... So. Noch mehr Eisenerz irgendwo vielleicht? Ja, da ist noch was. Da ist noch mehr. So, warte. So. Ist auch sehr dunkel gerade hier. Ich versuche mal vielleicht jetzt in die Richtung weiter zu graben. Vielleicht kommt ja da irgendwas. Aber solange wir dieses Höhlengeräusch nicht haben, finden wir auch keine weitere Höhle, ne? War ja, glaube ich, richtig. Das war ja, glaube ich, so, ne? Aber wir finden jede Menge Eisenerz. Das ist so geil. Ich feiere das immer.
Ich liebe Eisenerz. Ich liebe Eisenerz. Sehr schön. Spiel speichert auch schon wieder. So, wieder Eisenerz gefunden, wieder Eisenerz gefunden, wieder Eisenerz gefunden. Und da oben ist wieder Kohle. Jede Menge Kohle. Und ich bin froh, dass wir auch gerade so ein bisschen Ruhe haben, auch von den ganzen Zombies und alles. Die greifen uns dann wenigstens nicht an jetzt gerade. Mein Gott, was eine spannende Expedition wieder. So, Kohle, 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 Kohle. Ich glaube, der sammelt schon gar keine Steine mehr an, weil wir so voll sind mit dem Inventar. Aber ist mir egal. Verdammt, ich würde gerne hier eine Höhle finden. Eine große, die wir noch gar nicht kennen. Okay. Damit hat sich auch die vorletzte Eisenhacke verabschiedet. Okay, ich glaube, da kommt nichts mehr. Ich glaube, wir gehen erstmal wieder zurück. Und schauen mal, ob wir noch woanders noch weiter graben können. So, jetzt muss ich natürlich gucken. Hier habe ich echt Platzangst. Das ist ganz schön... Boah, wie weit wir schon gegraben haben, ist ja der Wahnsinn. Ist ja unglaublich. So. Von wo kamen wir? Von hier kamen wir, ne? Genau. So. Ich könnte mir vorstellen, dass hier auch noch irgendwas ist. Ich mache nochmal hier so ein Lämpchen rein und schauen wir mal, ob wir hier vielleicht, da vielleicht in die Richtung irgendwas... Nein, natürlich nicht. Ist auch nichts. Hallo. Ich muss gegen den Strom schwimmen. So. Jetzt aber ganz schnell raus hier. Da ist noch Eisenerz. Ich sehe Eisenerz. Ich sehe Eisenerz. Noch mehr Eisenerz. Noch mehr Eisenerz. Noch mehr Eisenerz hier irgendwo vielleicht. Da vielleicht eine Höhle runter? Da ist Kohle. Oh, was ist das denn? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Redstone. Oh mein Gott, Redstone. Oh mein Gott, Redstone. Oh mein Gott, Redstone. Aber wir haben keinen Platz mehr im Inventar. Warte mal eben, wir machen das mal anders. Wir werden mal eben das mit den... Alter Schwede. Jetzt werde ich erstmal hier blockieren, dass hier kein Wasser mehr hinkommt. So, dann werde ich nämlich mal eben mich mal von irgendwas verabschieden. Das wäre das hier. Ciao. Nehme ich das Redstone nämlich mit und nicht das doofe Spinnenauge. Und die Kohle nehme ich auch noch mit. Kohle nehme ich immer mit. Kohle. Kohle, Koks. Wie hast du mal Falco immer gesungen hat? Kohle. Ich glaub's ja nicht. Wir finden ja sogar Gold. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja unglaublich. Gold, Gold, Gold. Jede Menge Gold. Jede Menge Gold. Ja, weißt du, was wir hier noch finden? Noch mehr Gold. So, jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir natürlich jetzt auch wieder Platz schaffen im Inventar. So, warte mal. Na, das war das falsche Werkzeug. So, hier mache ich mal zu. Das habe ich, irgendwas habe ich jetzt wieder aufgesammelt. So, das machen wir auch zu. Dann haben wir hier ein bisschen mehr Luft und können in Ruhe nochmal das Gold abbauen. Aber genau, ich muss mich ja von irgendwas trennen jetzt gerade, weil unser Inventar ja so voll ist. Ach komm, hier, das brauche ich nicht. Jetzt sammle ich natürlich erstmal wieder das ein, ist klar. Huch, das wollte ich auch nicht. So, hier sind hier die Knochen am liegen.
Liegt alles im Weg. So. Verdammt. So. Jetzt aber abbauen. Gold. Gold, ich bin ein alter Goldgräber. Ich habe Gold gefunden. Jede Menge Gold. Wahnsinn. Können wir erstmal direkt wieder Goldbarren brennen. Vielleicht machen wir uns dann Goldspitzhacke und sowas alles. Weil die halten auch bestimmt wesentlich länger. Aber sonst finde ich hier aber auch nichts an Gold. Geht's da unten irgendwie weiter runter? Nein, ich dachte vielleicht ist da unten eine Höhle. Aber ich glaube... Nein, okay. Ja gut. Dann hätten wir das auch gefunden. So, verdammt, von wo kamen wir denn jetzt? Kamen wir von hier? Nee, von hier kamen wir nicht. Jetzt geht's schon wieder los. Von wo kamen wir? Ich glaube, von hier kamen wir. Genau, von hier sind wir gekommen. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge gehen wir zurück und schauen uns vielleicht ein bisschen weiter die Höhle noch an hinten, wo wir noch viel, viel mehr Platz haben. Und, oder vielleicht gehen wir auch erstmal nach Hause, wir müssen mal schauen. Auf jeden Fall schaltet ihr wieder ein in der nächsten Folge Minecraft und dann seid ihr wieder mit dabei. Also bis dann, ciao.